Yes, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Banner Saga mit euch und dem Kleinen hier. Ja, letzte Folge war nicht toll. Da sind uns zwei gute Männer gestorben. Schauen wir mal, was wir jetzt machen können. Ja. Ja, so würde ich es machen. Oddlife ist die einzige, die noch eins ist, ist aber vollkommen okay. Primitives Medaillon aus deinem Baum ist über die Gittersteine, dann sehen wir deine seltsame Rune. Würde ich sagen. Genau, reinziehen war es. Damit hätten wir beide Sachen eingesetzt. Map Marked Heroes. Also ich würde jetzt erstmal auf den Markt gehen. Okay, krass. Rückstoß bei Stärkeangriffen von 5. Ein schwer beschlagener Knauf. Verleiht den Schläger mit einer Waffe mehr Gewicht. Okay. Rückstoß. Ist das von Vorteil? Ich weiß es nicht. Plus 3 Willen in Ruhe. Die mag ich jetzt eher. Ich würde sogar 8 Ansehenspunkte, dafür ausgeben. Da ist mein Ansehen. Okay, ich würde mal sagen. Oh, nice. Ich sehe gerade meine Vorräte. 42 bedeutet aber, dass es nicht komplett reicht. Das heißt, ich würde das so bestätigen. Dann hätten wir Nahrung für 16 Tage. Ui, das wird. Ich will aber nicht mein Geld ausgeben. Man kann ja nie wissen. Schwäche. Schwache bedeutet, dass ich muss erstmal rasten. Durchschnittliche. Okay, bevor wir groß losziehen, werde ich dann nochmal rasten. Oh, nein. Viele aus dem Dorf möchten mit euch noch voll Skaffe gehen. Okay, warum? Stell dich nicht vor uns, sie versuchen das Dorf zu teilen, seit ihr angekommen seid. Behaltet alle dabei stehen und sterben wollen. Die anderen gehen mit den vernünftigen Leuten von Skroko. Ich lasse euch ja beide aufschlitzen, als das halbe Dorf weglaufen. Ja, was ist da los? Ihr wisst beide, dass mit den übrigen von uns geschieht, wenn wir den Felder aufgeben müssen. Niemand geht.
Wenn wir die Wüter hier eintreffen, können wir die Felder sowieso vergessen. Ich weiß nicht, welche Schöne die diesmal abläuft, Hogan, aber du hast zwei Möglichkeiten. Du gehst wieder an die Arbeit oder ich mache Hackfleisch aus dir. Morgan, was meinst du? Es wäre nicht recht, wenn er nur mich fragen würde. Morgan zieht langsam die Achse und folgt seinem Beispiel. Die Brüder sind zwar selbstbewusst, aber erheblich in der Unterzahl. Ich glaube, ich bin kein guter Bauer. Ich habe bisher null Plan verstanden überhaupt, weil das viel zu durcheinander ist. Also, Dorfoberhaupt. Ich töte niemanden, nur weil sein Haus verteidigt. Ja, ausgleich im Kampf draus. Macht das unter euch aus, denke ich mal. Macht das unter euch aus. Nicht einmischen. Ich glaube, ich lasse mich raus. Weil die zwei haben überlebt. Clan-Mitglieder plus 11 Kämpfer, 5 Ansehen, 15 Vorräte, Moral gefallen. Ah Mann, das ist jetzt alles ein bisschen doof. Weil ich habe nicht mal die Map angeklickt. Alette steht still neben der Karawane her. Sie ist etwas distanziert, seit ihr das Dorf verlassen habt. Während ihr einer Pause kommt, Otlife zu euch. Okay. Alter, ich habe etwas für dich. Odlife hat das lange Banner geholt und gibt es mit einem warmen Lächeln an Alette weiter. Was wird denn das? Ich hatte gehofft, dass du alle Ereignisse Sakura in das Banner einmählen kannst. Kommt ein andermal zu mir, Rook, dann reden wir. Ehe du etwas entgegnen kannst, ist sie weggegangen. Vater, bist du jetzt das Oberhaupt? Das muss ich wohl später herausfinden. Oh, das heißt dann. Ihr seid beide im Moment still. Life hat mir das näher beigebracht. Sie spricht sehr anerkennend von dir. Können wir einen Teil über Mutter lesen? Können wir den Teil über Mutter lesen? Zunächst in das Banner ist die Geschichte des Familien-Skorgris im Lauf der Zeit eingenäht. Das ist in allen Städten üblich. Ich wünschte, sie wäre hier. Andererseits bin ich froh, dass sie es nicht ist. Der Abschnitt eurer Familie ist kurz, aber Letta hat ihn farbenprächtig gestaltet. Warum sagst du das? So muss sie das alles hier nicht erleben, Wüter. Die Flucht von zu Hause und... Warum hast du diese hier, sich zu töten im Dorf?
Ich meine, wenn ich fragen darf. Wow, okay, also jede Entscheidung trifft schon. Das war nicht meine Entscheidung. Ich wollte kein Blut an meinen Händen. Im Endeffekt habe ich es automatisch schon gemacht, deswegen war es nicht meine Entscheidung. Entscheiden, dass andere Leute zustoßen sollen. Ich bin froh, dass ich nicht du bin. Ich wüsste nicht, was ich tun soll. Mir fällt das auch gerade nicht leicht. Ja, ich weiß, Vater. Ich glaube, du machst deine Sache gut. Sie umarmt dich. Sie verbringt die übliche Zeit. Ihr verbringt die übliche Zeit gemeinsam. Und ihr nährt eure Verse ins Banner. Zu guten wie zum schlechten. So ist jetzt deine Bürde. Na toll. Das ist der Banner. Okay. Das ist also der Banner. Okay. Leave. Heroes. Training. Rest. Maps gibt's jetzt gar nicht mehr hier. Heroes. Was ist denn neu? Hogun und Mogun ist dazu gekommen. Hogun 10, 12, 8. Okay, der ist Drescher. 5, 13, 2, 3, 1, 2. Okay, was macht Mogun? 8, 11, 10, 12, 5, 13, 2, 3. Ruhige Hand, eine besondere Art und eine Willen zur Grenzüberschreitung. So, Willen zum... Ach, die kann ich erst mit Level 4 nehmen. Ich habe ja Zeit. So ist es nicht. Aletta und Oddlife sind hinterliefert, deswegen kommen sie jetzt auch rüber. Rogue und Hogun und Mogun müssten eigentlich 8, 11, 10, 12, 8, 11, also eigentlich so rum. Es wird noch was. Das Spiel erwartet eigentlich schon, dass man verliert. Was macht denn das Training? Ach, hier werden auch dann die Punkte gezählt, gell? Hogun und Mogun sehen so gleich aus, man fragt sich, wer überhaupt wer ist. Okay, Drescher-Veteran, Angreifer, Bogenmeister-Recken. Okay, Zug beenden von... Ablenken. Okay. Ein Fehler. Mist. Immer gern. Oh, jetzt kommt. Ah, okay. Machen wir es einfach mal. Ich lasse mich überraschen, was daraus wird. Ne, warte mal. Normaler Angriff. Ah ne, es reicht 3. Da rein.
So, und jetzt Beutemarkierung. So geil, die Fähigkeit. Ach, dann attackiert jeder mal. Ist das jetzt richtig gesehen? Bei Feinden. Bedeutet das auch bei Freunden? Das ist so eine Tätigkeit. Blutflegel, Angriff, Zug beenden, erste Mal. Diese Attacke. Oh, 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 oh. Auf die Seite. Attackieren. Mist. Das ist der Nachteil. Nein. Nein, 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 nein. Ich kann nicht mehr laufen. Ah, ich war. Ich konnte noch einen Schritt machen. Nein. Mist. Egal, wurscht. Setze ich einen Pfeil. Der läuft dorthin. Nein, attackiert. Ich denke mal, das ist richtig. So. Nochmal die schöne Fähigkeit, dann müsste das auch schön. Ah, gut, jetzt kann ich mal gucken, was passiert. Nichts. Okay. Bedeutet das jetzt, mein Tank wurde. Hat jetzt. Verloren? Nein, noch nicht. Was hatten die? Ich klick's jetzt mal an. Wie geht's denn, Ort? Ich bin in Ordnung. Zuerst nicht. Wenn jemand Liebes stirbt, dauert es eine Weile, bis man es begriffen hat, heißt das. Ich habe es sofort begriffen. Die Leute sagen mir, ich sei eine starke Frau. Kurios, mein Vater nannte mich Oddlife, bevor ich überhaupt geboren war. Er wollte unbedingt einen Jungen. Starke Frau. Was heißt das überhaupt? Das bedeutet, dass die Leute zu dir heraufsehen. Verstehe mich nicht falsch, aber ich will nicht dafür bekannt sein, dass ich mich rasch über jemanden hinwegtrösten kann. Wenn ich nichts fühle, während mein Mann stirbt, halten die Leute mich für stark. Wenn ich weine, weil mein Inneres in Flammen steht, gelte ich als schwach. Warum fühlt sich das so rückständig an? Tut mir leid, Brooke. Es war hart. Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. An all den Jahren, die du die Frau des Oberhals schon kennst, war dies wohl schon euer längstes Gespräch. Du hast nach mir schicken lassen? Ja, es geht um das Banner. Ich habe lange darüber nachgedacht. Er hat mich gebeten, es dir zu geben, wenn etwas geschieht, weißt du? Was hättest du getan? Darüber habe ich so viel nachgedacht. Es sollte meines sein, ich könnte es tragen, aber ich habe darüber nachgedacht, warum er dich genannt hat. Ich verstehe es, sie werden keine Frau folgen. Die Familien würden fortgehen, unser Banner würde geteilt. Würde für dich einstehen. Ich glaube, sie würden dir folgen. Komm schon, Rook. Das ist nicht der Augenblick für Theater. Es geht nicht nur um unsere kleine Stadt. Was geschieht, wenn wir mal eines von einem anderen Clan brauchen? Wie soll das gehen? Wenn zum ersten Mal jemand denkt, er kann uns ausnutzen? Ich glaube, dies ist es, was geschehen muss. Vielleicht macht dies eine starke Frau aus. Oh, die will nicht so viel darüber sprechen, aber trotz dessen ist sie halt wirklich eine gute Person. Ich werde mein Bestes tun. Ich verlasse mich auf dich.
Vielleicht mal so eine starke Frau aus. Sie blickt zur Seite und lächelt dann schüchtern. Ich weiß nicht, ob das das Dümmste ist, was ich je gehört habe, oder das Netteste. Sieh mal, ich weiß, dass ich dies hier in die Länge ziehe. Die Wahrheit ist, dass mein Mann und ich nie Kinder haben konnten. Ich will nicht, dass unser Banner hier endet. Bei dir und Elde wird es sicher sein. Ich weiß, dass du dich um sie kümmern wirst. Sie legt dir die Hand auf die Schulter, bevor sie zurück ins Lager geht. Moral gestiegen. Habe ich das Richtigste gemacht? Was hoffentlich geht. So, ich bin noch durchschnittlich. Wir haben erst vor kurzem gerastet. Wir können nicht mehr einkaufen, weil wir jetzt in der Stadt waren. Zum Glück habe ich noch eingekauft. Es wäre schlimmer gewesen, wenn es gar nicht ging. So, dann würde ich mal sagen, was sagen die Heroes jetzt gerade, weil ich jetzt trainiert hatte. 3 von 5. Hogun hat jetzt auch einen dazu bekommen. Mogun genauso. Sie hat noch keinen umgelegt. Was ist mit Eva? Ist der verletzt? Nein. Kostet mich das Nahrung, wenn ich das mache? Ich probiere jetzt nochmal 14 Tage Versorgung. 14 Tage Versorgung. Noch einmal trainieren. Oh, 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 oh. 8, 10, 10, 8. Das heißt, ihn schicke ich hier hin. Er wird sich hier darum kümmern. Da ist die Bogenschützin, die macht zu viel Schaden. Ihr werdet den Schutz von ihm genießen und dabei ordentlich austeilen, denke ich mal. Das reicht vollkommen. Nein, Angriff. Das ist ja... Ihn auch noch. So. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein Problem. Ich gehe immer viel zu... Benutzt er gerade... Was? Jetzt reicht's. Genießt du gerade... Du genießt gerade Schutz von mir? Drecksack, dann machen wir das so. Ich hasse die Fähigkeit. Er war 10-8, er war 9-10. Okay, machen wir das so. Nein. Nein, ich mache zu wenig Schaden. Blutpflege. Reinknallen. Ah, das ist die Fähigkeit also. Wieder auf ihn. Okay. Wenn ich das so sehe, hat er noch 8 von 12. Okay, das heißt, ich könnte ihn attackieren ohne Probleme. Bleibt er dann da stehen? Oh ja! Okay. Nein. Das passiert ja so viele Male. 4 haben wir gleich mal hier richtig schön drauf. Dann mach dich mal so. Das war klar. Er hat nur noch 3 Leben. Dann kann die Outlife den umbringen. Was? Ach, er schildet sich. Naja, das wird ihn nicht viel bringen. War klar. Okay. Das reicht vollkommen. Da mache ich mir keinen Kopf drüber.
Kann mal wieder Outlife drankommen. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn es immer mehr Leute sind. Vielleicht ist es doch nicht gut, wenn man so viele Leute hat. Ja. Outlife kommt ja nie dran. Kommt ja erst nach ihr wieder dran. Kann ich jetzt so viele Male Training machen, wie mir gelüstet? Ach, das kostet ja. Ja, das stimmt. Wertefähigkeit verbessern und Gegenstände erhöhen. Kostet jetzt. Ah, ja. Ja, wollte gerade sagen. Also, das geht. Das kann ich machen. Der braucht Stufe 3. Das Problem ist. Weniger ist mehr, glaube ich. Es bringt mir nichts, Hogun und Mogun jetzt zu befördern. Ich glaube, ich stelle die erstmal zurück. Was? Was? Ich muss die verbessern. Ich will Hogun und Mogun nicht unbedingt jetzt verwenden, weil ich habe den Gedanken, dass das mein Hauptcharakter sind. Und ich will Outlife nicht sterben lassen. Das Spiel lässt mir die Möglichkeit, 100% die Leute mit Ansehen zu füttern. Okay, ich werde dazu gezwungen, 6 Leute mindestens zu besitzen. Werde ich Hogun Mogun als Verteidigung nutzen, Problem ist. 2 Bogenschützen. Zwei Mädels wieder. Machen wir die 2 Mädel-Kombo wieder. So. Ich denke mal, so ist es optimal. Ich gleich mal vorrücken und. Geht ja nicht mehr. Es geht ja nicht mehr. 90%ige Chance. Ey, das ist krass. Pfeilregen. Der wird 100% dahin gehen oder hier. Das ist... Outlife ist dadurch, weil es der Level 1 ist, nicht gerade... stark. Bogenschützenaufbruch. Mal zu erwarten. Okay. Widersteht alles. Okay, gut zu wissen. Das meine ich. Das ist ein bisschen nachteilhaft. So, 6, 5. Das heißt, ich würde mal sagen, attackiere ich sie. Nee. Aber dafür gibt's Rache. Kannst du dir sicher sein. Ah, okay. Ich muss ein Stück zurück. Gut. Und ich kann es nicht verhindern. Stärker als du, sei also klüger. Ah, die ist tot. Nein! Was?
Das ist das, was ich meine. Es sind viel zu viele Leute. Ich muss danach mal zwei auslassen. Die sind so unnötig. Weniger ist mehr. Das hat das Spiel jetzt nicht gesagt, aber ehrlich, es ist einfach so. Und das ist das große Problem. Auf ihn. Weniger ist mehr. So, Oddlife wird befördert und wie die Stimme. So. Wie viel haben wir jetzt noch an Ansehen? Es wird langsam nämlich echt brenzlig. Was stand da? Plus 15 oder was? Ich habe 15 Ansehen noch. Ich kann jederzeit trainieren. Ich denke mal, 3-2-2-2-2 passt. 1-1 ist jetzt... Ach, warum? Ach, wo geht's nochmal zurück? Kann ich nicht mehr zurück, wenn ich das geklickt habe? So bin ich blöd. Es gibt keinen Raus-Button. Hier unten auch nicht. Das Spiel erwartet dann, dass ich das mache, oder wie? Au! Achso, jetzt konnte ich die zwei rausnehmen. Oh Mann, ey. Oh! Das sind aber viele. Ich denke mal, zwei müssen sich gleich um den Bogenschützen kümmern. Und dann attackiere ich von der Flanke. Die haben dann extremst viel zu tun. So was am besten hier. Gehen wir gleich mal rein. 6, 9 und 7. Okay. Okay. Ja. Weil er mehr liebt. Ach, geht doch nicht weg. Ach, der von Schild, von Schild. Hat ein Schild von einem Schild von Schild. Machen wir mal ein Schild von einem Schild. Machen wir hier hin. Machen wir mal ein Schild von einem Schild. Au. Der kriegt auch Aua. Na gut. Es gibt zwei Dinge. Entweder es passt und ich kann attackieren. Ja, 90%. Gut. Alles gut. Was passiert, wenn ich jetzt attackiere mit dem? Kann sie attackieren? Nein. Okay. Sehe ich von der Reichweite nicht. Ich kann, glaube ich, nicht die Charakter anklicken. Okay, doch, ein bisschen. Aber das ist der Weg. Das ist der Weg. Oh, nein. Voll auf das Tools. Okay, das hätten wir. Der Dicke. Geht jetzt hier an. Bamba kann ich nicht verwenden, aber den Zug beenden. Gut.
Es wird auch nicht per Schaden gezählt. Das wäre viel besser gewesen. Weil das Problem ist, nicht die Tötung macht den Unterschied. Das ist das, was mich ein bisschen ärgert. Nein, du kassierst den selbst. Du brauchst auch deine Beförderung. Okay. Attackiert, attackiert, attackiert. Das ist, was ich meine. Ich habe immer nur einen Mann von mir. Und das bei zwei. Und die müssen erst einmal dorthin kommen. Das ist nicht gerade vorteilhaft. Es ist vorteilhaft, dass ich jetzt mehr Charakter habe mit mehr Leben. Das Problem ist, die können einfach nur einen schnell nachrennen. Der hat 10 noch. Uiuiui, da war schwer, da war schwer. Schlagen, du. Das ist einfach zu erwarten, dass dies passiert. So, ich habe noch genügend Willenskraft. 7. Ich habe gar nichts anderes erwartet. Und Ende. Wir kriegen meine Bogenschützen auch nochmal ein paar Punkte. Weil die muss ich erhöhen. Die sind sehr wichtig, meiner Meinung. Die können nicht viel gegen Rüstung austragen, aber taktisch gesehen, als Fernkämpfer, damit sie nicht zu nah gehen, ist das schon sehr praktisch. So, ich kann nicht zurück, wenn ich auf Training gehe. Na gut, es ist der erste Teil. Ich habe den zweiten und den dritten auch noch. Ich würde mal sagen, wir resten noch eine Runde. Nichts hat sich geändert. Ich habe immer noch eine durchschnittliche Moral. Das ist ärgerlich, aber ich kann es nicht ändern. Ich muss weiter. Könnte ich noch mehrere Tage rasten. Bei einem kleinen Abzweig suchen dich einige Kämpfer auf. Sie haben etwas Gepäck dabei. Wir kennen diese Gegend, meinte er einer. Wir haben hier viele Jahre bei Verwandten gewohnt. Wenn sie noch hier wohnen, würden wir sie warnen vor dem, was kommt. Mit Glück stoßen wir innerhalb einer Woche wieder zu euch. Sie mit vollen Versorgen darauf hinweisen, dass jeder tun und lassen kann, was ihm beliebt. Meint ihr, dass ihr da draußen alleine überlebt? Sagen, dass sie hier gebraucht werden. Mal so eine Frage. Die Männer sehen einander ernst an. Dann antworten einer, darum müssen wir ja gehen, hier draußen ganz allein. Unsere Verwandten sind so gut wie tot. Nein! Nein! Ich will dir noch Vorräte geben. Ich benötige ja in dem Sinne dann auch weniger Nahrung, also kann ich denen auch erstmal die Nahrung geben. Ach, ich dachte, das wäre eine Frage. Also erstmal eine Frage, um mehr... Mich mehr auf eine Antwort zu würden. Na egal. Oh, das wird noch ganz schön fraglich. Es werden neue Beschwerden über Randfahren zugelöst, ist auf und laut. Diesmal ist der Mann über Zeitleinen gestolpert und hat sie versehentlich durch ein Lagerfeuer gezogen, worauf ihm fast ein Vorratswagen abgebrannt wäre. Andere Klammer löschen sowohl den Wagen als auch Randfahrtsbein. Dann bringen sie ihn zu dir. Dieser Mann soll ab. Ravner erklärt sich betrunken, einverstanden und lallt einige Versprechen, sich zu bessern. Es bringt nichts, wenn er besoffen ist. Viele der Zuschauer schnauben und rollen mit den Augen, aber sie wenden sich wieder in den Alltag zu. Du bezweifelst, dass es allzu lange dauern wird, bis Randner wieder etwas anderes als Wasser zu trinken findet, egal was du sagst. Wenn er noch was trinkt, dann kriegt er von mir richtig Strafe. Also, es gibt ja immer die drei Geduldsregeln. Also, die Geduldregel, 3 Punkte. Einmal versaut, zweimal versaut, 1 aufs Maul. Ende. Trink, egal was du sagst, ja. Frostfell, wir haben es fast erreicht. Komm, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Ansehen, wir brauchen Mission, wir brauchen alles.
kurz vor der Nase. Wüter! Ertönt ein Schrei aus dem hinteren Teil der Karawane. Er kommt von Ravana, dem Dauersäufer, der auf dich stolpert. Sehr nüchtern sieht er nicht aus. Er schreit noch einmal und zeigt auf den Punkt in der Ferne. Die Karawane verfällt in Angst und die Kämpfer ziehen ihre Waffen. Doch sie, die ausländischen Kundschafter können nichts finden. Und von verstrafen lassen. Gegen Wüter. Sicher ist sicher. Dazu ist später noch Zeit, sagst du zu den Männern. Fürs Erste gehen wir kein Risiko ein. Yes! Ein kompletter Tag unruhiges Wartens vergeht, von Wüter keine Spur. In der Kamana herrscht Frustration gegen den Aufregung und der Verzögerung. Schließlich bricht Ronald ins Gelächter aus. Du bist sicher, dass er die... Wüter erfunden hat. Kurz darauf verschwindet Ravna niemals, sucht ihn und wirkt sonderlich besorgt. Arschloch. Once a strong, thriving city, the walls of Frostvetter now just keep the howling winds at bay. With luck, they'll hold out against Dredge as well. Diese Drecksau. Und ich dachte, er baut Scheiße und dann kann ich eins aufs Maul, aber nein. Der macht so ein Psychospiel am Ende noch, beim dritten. Das ist so geplant, meiner Meinung. Du drängst dich durch die zahllosen, bleichen, eingesuldeten Gesichter, die seit Tagen vor Frostwolke eingefroren zu sein scheinen. Die Tore sind geschlossen, am Fuß des Hügels hältst du an. Eieieiei. Das läuft nicht gut bei mir. Das sieht nicht gut aus. Warum sind so viele Leute auf den Feldern? Wir können nicht einfach so im Freien bleiben. Otlar findet sich zwischen den zahlreichen Flüchtlingen. Ruck, ich brauche mit ein paar Frauen. Ich habe mit ein paar Frauen hier gesprochen. Es wird niemand in der Stadt gelassen. Weswegen? Es ist überlaufen mit Wahl aus Wurzfalken und Grauhorn, Leuten aus Bita und allen Dörfern in der Nähe. Die Vitas sind überall. Und das Oratorium hat sich in einer großen Halle verbarrikadiert. Und da haben sich die Tore geschlossen. Wenn die Rühe kommen, färben sich die Hügel rot. Wir müssen da rein. Halten wir uns fürs Essen und warten auf, was geschieht. Ich will mehr erfahren, was drin vor sich geht. Es sind viele Leute bei den Rathäusern und Toren versammelt. Und wir könnten herausfinden, was sie wissen. Wie sollen wir denn reinkommen? Das Tor ist doch zu. Ich kann das Tor öffnen. Mal sehen, ob es eine andere Möglichkeit hat, bevor wir die Tore einschlagen. Ich wollte es nicht einschlagen, nur sehr stark drücken. Überall da. Wenn ich den verliere, werde ich stinksauer. Restgate Heroes. Restgate Heroes. Ich kann nicht leaven. Das ist schon mal gut zu wissen. Erstmal rasten wir. Die Leute brauchen es. Ihr verbringt einen ganzen Tag bei den Rasthäusern. Jeder erzählt die gleiche Geschichte. Das Orwell hat sich in großer Halle verschanzt und die Tore schließen lassen. Es sind zahlreiche Verwundete hier, stellt Anna fest. Wir können ihnen helfen. Die Verwundeten sorgen. Aletta und Nutlife und weitere Leute aus der Kammer verbringen die Zeit mit Behandlung von Wunden, überwiegend von Schützen auf den Mauern zu verdanken sind. Die überwiegend den Schützen von den Mauern verdanken. Eine Frau hat gesagt, dass die Stadt Wagen mit Lebensmitteln herumschickt. Während dir erzählt die Ortleute. Was können die Möglichkeit sein, reinzukommen? Geringer zu bedenken. Wenn sie das nächste Mal einen Wagen schicken, bringen wir ihn wieder rein. Dazu, dass die Flüchtlinge nicht zu essen haben, warten und den nächsten Wagen überfallen. Es können hinzukommen. Es gibt über zu bedenken. Wenn sie das nächste Mal einen Wagen schicken, bringen wir ihn wieder rein. Warten den nächsten Wagen überfallen? Die verschanden sich drin. Wir müssen nicht lange warten. Früh am nächsten Tag entdeckt ihr den Wagen an der Stadt und verlässt das. Als die Flüchtlinge Nahrung erhalten haben, schreitet ihr zur Tat. Als die Flüchtlinge die Nahrung erhalten haben. Oder? Ich wüsste nicht.
lass mich überraschen, wie der Kampf jetzt wird. Ob das überhaupt sich lohnenswert ist. Wenn ich verliere, muss ich nochmal neu starten, komplett. Also, in dem Falle, wenn ich verliere, ist es ja nicht so schlimm. Das Problem ist nur, ich bin der Meinung, irgendwann ist auch Ende. Dann habe ich verloren. Ne? Also, wir machen eine Frontbarrikade. Ihr zwei seid dort. Du attackierst den Bogi. Warte mal, 8, 11, 10, 8, ja genau. 10, 8, 8, 10. Du bist der, nicht der Verteidiger-Typ, aber du bekommst ja dann Unterstützung. Flankieren von allen Seiten, würde ich mal sagen. Okay. Du benutzt deine Willenskraft, du hast genügend. So. Ende. Du attackierst ihn. Kannst du ruhig machen. Vorrücken. Oh. Wirklich? Bam. Das ist mies. Ach nein. Nein. Heroes Rest Markt. Ach, ich wusste gar nicht, dass der Markt da ist. Den habe ich gar nicht gesehen. Na gut, dass ich zurückgegangen bin. Nein, ich habe vergessen, dass Alet nicht kämpfen will gegen Menschen. War das nicht töten oder für... Mist! Oh nein! Das Sieg in dem Willen des Oberhauts symbolisiert wird vom Vater an den Sohn und von Ketre zu Ketre weitergegeben. Willenspunkte pro Runde. Was? Echt? Ein Willenspunkt pro Runde? Deren wurde einst von einem großen Menschenkönig als Mutter Einheit eines Volkes getragen. Okay, Namias. Willen plus Willen pro Tötung und zwei abgelegene Werkstaren. Ein verfluchter Zahn, der sich angeblich mit dem Blut von Feinden gefüllt und jener Macht verstärkt ihn pro Tötung. Und in der Stirnband scheint das Auge einer elfenfarbenen Katze, um sich rumzublicken. Rüstungspunkte pro Runde. Die Ringe, die das Umgangslicht und Absolvieren scheinen. Angeblich wurde er von einem Steinsänger und der Füter geschmiedet. Okay, würde ich auch gern haben. Problem ist, ich habe nicht so viel Ansehen. Ich bin zufrieden, wenn ich... Ach nein. Mist. Das ist ab Stufe 5. So, ich würde mal sagen, du gehst nochmal eins aufs... Oh, es gibt ein Maximal. Maximalerlebnis. Das ist natürlich befördern. Oh, ich habe da noch nicht mehr. 6 von 5, das heißt, es wird dazu mitgezählt. Das ist okay. 3 von 2. 2 von 2. Hugun und Mugun. Die Moral ist immer noch schlecht. Ich hätte nicht kämpfen sollen. Na gut, dann mache ich erstmal zur Rede stellen. Hält dein Schwert unten, bis es gebraucht wird, sagst du zu Eva verhandeln. Wenn sie nicht davon führen, am nächsten Tag entdecken wir das. Ich will die Flüchtlinge natürlich nicht verhungern lassen. Das habe ich jetzt gar nicht richtig durchgelesen. Gut, dass ich abgebrochen habe, weil ich habe gesehen, dass Alette, wenn Alette Menschen tötet, dann verändert das die Geschichte. Und sie mag das nicht. Halt, mein Freund wollte mit euch. Mein Freund wollte mit euch reden. Ich wollte es nicht. Ich glaube, ich weiß, warum nicht. Wenn wir wüssten, dass hier draußen noch mehr Kämpfer und Wahl sind, hätte Eklil euch vielleicht in die Stadt gebracht.
Warum nehmen wir uns diesen Wagen nicht einfach selbst zurück? Wer ist Ekel? Will ich jetzt wissen. Ohne. Der ist da oben zuständig. Oh. Egal. Weil es jetzt mehr sind, oder was? Weil wir jetzt 1, 2, 3, 4. Und das ist so geil gemacht. Das wusste ich gar nicht. Zuständig wofür? Ach, erklär das. Erklärt er besser selbst. Ich glaube kaum, dass wir hier fertig sind. Doch, wir sind hier fertig. Ich glaube, wir nehmen diesen Wagen stattdessen selbst. Gut, gehen wir. Er nickt. Du folgst ihm den Toren, ne? Euch geöffnet werden. Der Mann in Schwarz kommt euch entgegen, als ihr eintretet. Es ist wichtig zu reden. Diplomatisch. Das bedeutet, wir müssen vorrücken, um eine Lösung zu finden für all das, was hier gerade los ist. Das kann nicht sein, dass die Flüchtlinge draußen sind, nur weil sie die Stadt verbarrikadieren, um zu schützen. Was zum Abgrund ist das? Okay. Den würde ich gerne in die Fresse schlagen, aber auch wirklich. Der Mann befiehlt seinen Wachen, Türen wieder zu schließen, bevor andere Flüchtlinge aufmerken. Du sagtest, dass du Kämpfer willst. Habt ihr von Oberhaupt gehört? Versteckt sich angeblich in der großen Halle. Ach ja, im Grab wohl eher. Er ist Wurmfutter. Falls das nicht klar war. Was ist hier geschehen? Sobald klar war, dass Güter kommen, wurde jener, der keine Axt schwingen kann, einen Kopf kürzer gemacht. Das ist jedenfalls die Zusammenfassung. Gebe ich den eins aufs Maul? Wir bringen ihn um zu 100%. Das sehe ich nicht ein. Hier bekriegt sich mindestens drei Klane wegen Boden und Essen. Und die schlimmsten sind die verfluchten Wahlen. Er beäugt Iver und zuckt übertrieben die Achseln, dann würde er nur das Öffentliche feststellen. Wir sind hier gefährdeter als draußen. Sieh mal. Ich war hier zuständig, bevor alles den Bach runterging. Ihr habt Leute, die kämpfen können und ihr habt eure eigenen Wahl. Das ist was wert. Euch kann ich in den großen Hallen sicher unterbringen. Ihr kämpft für mich und gewinnt Frostwild zurück. Ich schlage mich nicht auf eine Seite. Es ist zu schwierig zu beurteilen, wann die Guten zu den Bösen werden. Bitte macht die Schafe los und passt auf euch auf. Was? Bitte macht die Schafe los und passt auf euch selbst auf. Was kümmert es mich? Ich will jetzt nur noch von den verdammten Straßen runter. Hier bleiben wir nicht. Lasst uns raus. Autsch. Wir kommen mit dir fürs Erste. Wir schlagen uns schon durch in Frostfell. Wir kommen mit dir fürs Erste, würde ich sagen. Gut, alles andere wäre eine schlechte Idee, und das entscheide immer noch ich. Erkehre und seine Männer etwas von folgt in den geschlossenen Toren und dunkle Gasse. Hoffentlich wissen wir, was wir tun. Wir improvisieren die ganze Zeit über. Ja, das ist wahr. Kapitel 30, sie schliefen nur wenig. Skogre, Frostvale, Nord von Tiramor, einer Topf, das ist so. Jetzt geht's wieder rüber. Okay, damit mache ich dann sowieso. Erste Mal, ihr wollt bestimmt wissen, was jetzt los ist, aber das Problem ist, jede Folge hat seine Zeit und ich übertreibe es mit den Folgen, weil das ist auch viel zu viel und ich muss mir da auch das ganze Zeug erstmal anschauen und boah, Akon, wir sind zurück. Das ist nicht positiv. Und aus diesem Grund mache ich hier einen Schnitt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr guckt. Oder auch einen wunderschönen Morgen.